Frank Jong ist Journalist und Podcaster. Seit 2016 spricht er in seinem Podcast Halbe Kartoffel regelmäßig mit Deutschen, die nicht deutsche Wurzeln haben, über ihre Erfahrungen und auch über seine eigenen. Er selbst ist in Hannover aufgewachsen. Seine Eltern stammen aus Korea. Er weiß daher, wie es sich anfühlt, in verschiedenen Kulturen beheimatet zu sein. Ich hatte irgendwie Bock auf Podcasting, wusste aber nicht genau so richtig, was für ein Thema. Und dann gab es irgendwann so eine Ausschreibung vom Europarat. Die haben dann so Projekte gesucht europaweit für mehr Diversität in den Medien. Und dann dachte ich, vielleicht spreche ich einfach mit Menschen, die so wie ich sind, irgendwie deutsch, aber nicht ganz oder so. Und damit habe ich mich dann beworben und es wurde dann auch genommen. Und dann habe ich dann im August die erste Aufnahme gemacht mit meinem Kumpel Adil. Halbe Kartoffel war, glaube ich, der erste deutschsprachige Podcast, der sich mit diesem ganzen Themenkomplex beschäftigt hat. Und jetzt gibt es, weiß nicht, 30, 40, 50 Podcasts, die so in die ähnliche Richtung gegangen sind oder gehen. Vor seinem Podcast war Frank als Redakteur tätig. Seine Station: Braunschweig, Wolfsburg, Berlin. In den Redaktionen war er mit seinem Migrationshintergrund meist der Einzige. Ja, also als ich angefangen habe, gab es mal, glaube ich, vom Magazin Der Journalist so eine Studie oder so eine Umfrage oder irgendwie so. Da hieß es, glaube ich, man schätzt 1-3% war es damals mit Migrationshintergrund, was ich schon erschreckend wenig fand. Ich kann das auch so bestätigen, also im Braunschweiger Zeitungsverlag oder bei der Braunschweiger Zeitung, wo ich gearbeitet habe, gibt es ja auch wieder verschiedene Unterzeitungen und Diversität war da sehr gering, also sehr gering. Und heute hat sich das, glaube ich, verbessert, aber ist immer noch zu wenig. Konkrete Diskriminierung aufgrund seiner Wurzeln hat Frank in seinem Arbeitsumfeld nicht erfahren. Es waren vor allem kleine Dinge, die ihn beeinflusst haben. Also, ich war zum Beispiel immer so als Bedenkenträger abgestempelt. Also, wenn ich dann bei irgendwelchen Konferenzen dann gesagt habe, das kann man so nicht schreiben, das kann man so nicht machen, das Bild ist nicht okay. Oh, der Bedenkenträger wieder. So, das war dann eher so dieses so, ich war dann immer eher so. Und es gab zum Beispiel ein Projekt, da sind Redakteure in die Schulen gegangen und haben den Kindern so erklärt, wie Zeitung funktioniert. Und dann, die anderen wollten immer nicht, das habe ich dann gemacht. Und dann waren immer alle sehr überrascht, dass ich da ankam. Was jetzt nicht direkt rassistisch ist, aber es ist so, es zeigt dann einfach so, dass niemand damit gerechnet hat, dass ich irgendwie Journalist bin. Wir sind ja jetzt natürlich an diesem Punkt, wo es schon viele gibt, die sich trauen und die sagen so, also das kann ich machen, weil ich habe zum Beispiel noch gedacht, das ist nichts für mich. Also weil ich da nicht hingehöre, weil ich da nicht sein darf, weil ich niemanden gesehen habe, der so aussah. Und das haben die, glaube ich, heute nicht mehr. Ähnliche Erfahrungen hat auch Leila Udra in ihrer beruflichen Laufbahn gemacht. Heute arbeitet sie als freie Journalistin vor allem für die Taz. Also ich war in den meisten Redaktionen häufig die einzige mit Migrationshintergrund. Und es war nicht nur ein Diversitätsmangel im Bereich des Migrationshintergrunds, sondern in allen Bereichen. Also JournalistInnen mit Behinderungen kamen fast gar nicht vor. Und auch im ganz kleinen Bereich, also die meisten JournalistInnen, vor allen Dingen in, sagen wir mal, höheren Positionen und in nationaleren oder regionaleren Medien, sind dann meistens aus einem relativ bürgerlichen Haushalt. Wenig Menschen so aus Arbeiterfamilien und als die Landschaft ist sehr, sehr bürgerlich, weiß, deutsch, westdeutsch vor allen Dingen. Ich glaube, viel kam, dass Leute gehört haben, ja, MigrantInnen oder Menschen mit Migrationshintergrund müssen über solche Themen sprechen. Und dann werden alle Menschen mit Migrationshintergrund zu einem Kollektiv zusammengeschert, zusammengetrieben. Das hat das Problem, oder das gibt das Problem, dass etwas ist, was, glaube ich, viele Menschen mit Diskriminierungserfahrungen einfach kennen, dass man selbst in einem Spannungsfeld zwischen Kollektiv und Individuum ist. Denn Repräsentation funktioniert ja nicht ohne Repräsentanten. Und in vielen Punkten wird man einfach in diese Rolle reingedrängt.
Deswegen ist das auch sehr, sehr schwer als Journalistin, wenn man dann doch irgendwie in diesem Bereich arbeiten möchte. Ich bin ja gerade zum Beispiel sehr stark in Medien und Gesellschaftsanalysen, dass man genau in dieses Spannungsfeld reingeht, dass man sagt, okay, eigentlich möchte ich nicht, aber offensichtlich werde ich so wahrgenommen, ich muss das also weiterhin thematisieren, wenn ich es analysieren möchte. Und so wird man irgendwie reingedrückt. Ich habe meinen Frieden damit geschlossen, einfach weil ich das irgendwie besser für mich selber erklären konnte. Aber gerade am Anfang meiner Karriere war sehr viel dieses, du bist doch Migrant, mach doch mal was dazu. Unsere Gesellschaft ist divers. Jede vierte Person in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Diesen Zustand wiederzuspiegeln, ist für viele Unternehmen in den letzten Jahren zu einem zentralen Anliegen geworden. Im Journalismus scheint diese Entwicklung noch nicht angekommen zu sein. Unter JournalistInnen hat im Schnitt nur eine von 16 Personen nicht deutsche Wurzeln. Viele ExpertInnen sehen diesen Zustand kritisch. Denn wenn mehr Perspektiven von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen präsentiert werden, kann dies die Berichterstattung und Integration positiv beeinflussen. Zusammen mit Margret Nudenborg und Anna Mahashvili forsche ich zu Migrationsberichterstattung in Deutschland bzw. Migrationsdiskurse in Deutschland mit Blick auf Affekte und Emotionen. Also man hat viele Bücher in der letzten Zeit gesehen oder viele Bücher wurden veröffentlicht von Journalisten und Journalisten mit Migrationshintergrund über ihre eigene Geschichte, ihre eigene Erfahrung in Deutschland und in journalistischen Welt. Und ich glaube, das sind sehr wichtige Stimmen, dass man die immer präsenter werden und unterschiedlichen Erfahrungen sichtbar machen. Ne? Weil ich glaube, es ist keine homogene Gruppe, Menschen mit Migrationshintergrund und Journalisten mit Migrationshintergrund, sondern das ist sehr heterogen. Und je mehr Menschen über ihre Erfahrungen und ihre Themen berichten können, desto besser. Ich glaube, die Berichterstattung über Hanau zum Beispiel wäre ganz anders, wenn man nicht dieses Netzwerk schon hätte von vielen Journalistinnen mit Migrationshintergrund, die auch sofort über das Thema berichtet haben, aus einer viel kritischeren Perspektive als bei anderen rechtsextremen Anschlägen auf Menschen mit Migrationshintergrund. Dass einfach auch erkannt wird, dass es ein Vorteil ist und kein Nachteil. Und in dem Prozess sind wir, glaube ich, gerade. Aber wie wir an ein Thema herangehen, wie wir ein Thema aufnehmen und welche Themen wir überhaupt sprechen, das hat immer damit wer wir als Journalisten sind. Migrantische Perspektiven im Journalismus. Also eine Seltenheit? Obwohl die meisten Medienschaffenden heute keinen Migrationshintergrund haben, kann die Kommunikationswissenschaftlerin Deborah Medeiros in den letzten Jahren einen Wandel beobachten. In den letzten 10 Jahren ist viel passiert, vor allem durch die Leistung von Journalistinnen und Journalistinnen selbst, die Migrationshintergrund bzw. Migrationsgeschichte haben. Durch Plattformen wie YouTube oder viele andere Social Media, Podcasts und so weiter, werden sie viel sichtbarer aus Berufsgruppe auf eine Weise. Und dadurch gibt es einen größeren Zugang zu etablierteren Medien. Aber das war sehr lange so, dass sehr wenige Journalistinnen mit Migrationshintergrund in etablierten Zeitungen, Zeitschriften und Sender und so weiter präsent waren. Die Redaktionen sind immer noch ziemlich homogen, aber dadurch, dass es ein größeres Angebot online gibt, die von Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund produziert wird und auf ein Publikum trifft, das interessiert ist, dadurch bekommen auch die etablierten Medien mit, dass es vielleicht relevant ist, dass die Redaktionen diversifiziert werden. Und jetzt muss das natürlich weitergehen, dass es auch Menschen gibt in EntscheiderInnen-Positionen, dass man nicht nur mitreden darf, sondern auch mitbestimmen darf. Zum Beispiel gerade mit Migration geht es sehr stark auch einher mit Klasse. Viele Menschen mit Migrationshintergrund, gerade aus der Generation der Gastarbeiter, sind immer noch gehören immer noch nicht an der Sphäre der bürgerlichen Klasse an. Menschen aus Arbeiterfamilien sind nicht repräsentiert im Journalismus, was teilweise die Berichterstattung einfach lächerlich macht. Solange der Zugang zum Journalismus so stark an Geld hängt, so lange wird es nicht divers. Einen Anfang können Formate wie Franks Podcast also liefern. Das merkt er auch durch das Feedback seiner Zuhörerschaft. Also sowohl von ganzen Kartoffeln, die sagen so, wow, wusste ich nicht, ich lerne viel und es ist immer interessant. Und von halben Kartoffeln, die sagen so, oh, jetzt fühle ich mich nicht mehr so alleine oder es hat mir echt
geholfen, mit mir selbst irgendwie weiterzukommen. Aber damit Diversität im Journalismus zum Normalzustand wird, muss sich in den Medien noch einiges ändern.